I'm coming home. Heute in der Web-Talk-Show eine der wichtigsten Frauen Deutschlands, Hella von Sinnen. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Danke für die Einladung. Hella. Nico. Es war, ich glaube, im Jahre 1995, spätestens, da war ich 11 oder 12, da habe ich deine Autobiografie gelesen. Weil du homosexuell warst. Wahrscheinlich, weil du mich als Mensch total interessiert hast. Aber auch, weil du homosexuell warst. Das war mir zu dem Zeitpunkt egal. Ich habe mich da aber nicht eingeordnet. Aber du wusstest es doch schon. Mit 11 wussten wir es doch alle. Ja, ja, wahrscheinlich. So. Also ich habe mir da nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Für mich war es ja klar. Auf jeden Fall habe ich dein Buch gelesen. Süß, tatsächlich. Ja, und wie hübsch diese Frau da ist und wie sie so reinguckt, wo sie so hinguckt, so übererotisch, ja? Ja, Schmacht, Schmacht, Hechel, Hechel. ich wollte Gloria Swanson imitieren aus Sunset Boulevard. Und du hast was Großartiges geschrieben. Du hast ja viele großartige Sachen geschrieben, aber eine Sache, finde ich, die ist so auf den Punkt für heute. Ich möchte sie dir vortragen. Bitte. Frauen haben über Jahrhunderte die Geburtenkontrolle in ihren Händen gehabt und so muss es wieder sein. Jede Frau hat das Recht, alleine zu entscheiden, ob sie einem Kind Leben gönnen will oder nicht. Und ob sie sich in der 3. oder 15. Schwangerschaftswoche entscheidet, ist mir persönlich wurscht. Diese ganze Männerpropaganda ist zum Kotzen. Wie Frauen gedemütigt werden und wie ihnen ein schlechtes Gewissen eingeredet wird, ätzend. Großartig. Großartig. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich war ja immer schon Emma-Leserin und Feministin. In Deutschland einer der ersten Stunden. Ich bin ja Jahrgang 59 und habe 77 Abitur gemacht. Im Mai und im Februar kam die erste Emma. Das war für mich richtig ein Erweckungserlebnis. Ich las die und dachte, nee, ne? Da stehen ja nur Sachen drin, die du immer gedacht hast. Das war super. Ihr habt dann auch was gemacht, ihr habt Cobra gemacht, damals war da auch ein Magazin? Cobra, ne? Ja, das war total süß. Wir saßen im Frauenbuchladen hier und haben glättrasettet und Artikel geschrieben und ich habe so kleine Karikaturen geskribbelt und haben dann, ich weiß nicht, was wir für eine Auflage hatten, 50? Die haben wir dann in den Kneipen verteilt. Toll. Und da durften wir tatsächlich mal die Emma-Redaktion treffen, die das auch ganz süß fanden, wie engagiert wir das gemacht haben. Und auch Alice war da, ne? Alice Schwarzer? Alice Schwarzer war da, genau. Da war ich noch nicht mit ihr befreundet, da habe ich sie aber schon kennengelernt. Atemlos, ich. Das war damals so, wie, als wenn ich heute Madonna treffen würde. Ja. Abgefahren. Das ist alles schon ein bisschen her. Mhm. Dem breitesten Publikum bist du natürlich durch Alles, Nichts, Oder aufgefallen. Da auch mir. Kennst du Helga Hahnemann? Helga Hahnemann kenne ich insofern, als die Mauer fiel und ich dann endlich Post aus Ost, ehemals Ost, ja gut, ist ja immer noch Ostdeutschland, ja, bekam, schrieben tatsächlich viele, sie erinnern uns an eine ostdeutsche Komikerin, Helga Hahnemann. Dann habe ich mich ein bisschen mit ihr beschäftigt und habe auch festgestellt, dass sie wohl auch lesbisch war. Weiß aber nicht, bist du aus dem Osten? Ja. War das denn so, dass sie das offen leben sie konnte? Sie war nicht lesbisch. Doch. Also der Legende nach war sie es nicht. Sie war bloß absolut unglücklich mit Männern. Kann man jetzt rein interpretieren, was man will. Ich wollte gerade sagen, das trifft es aber doch schon irgendwie. Sie hat doch hauptsächlich mit Katzen zusammen gewohnt. Ja, Schatz, also das ist aber wohl so lesbisch, dass es kracht. Also aber egal, ich will sie jetzt nicht im Nachhinein outen, wenn sie es auch nicht war. Ich hatte tatsächlich den Eindruck, diese Frau ist sehr frauenaffin. Fand ich auch. Und fand auch, ich habe dann später natürlich immer in so Kesselbuntes Ausschnitten ihre Position und ihre Attitüde gesehen und fand sie großartig. Ich auch. Großartig. Und sie hat mal in einem Interview gesagt, als sie noch gelebt hat, sie ist leider schon lange weg, dass sie, als sie so reingereicht wurde für westdeutsche Programme, das hieß, eine lustige Dicke brauchen wir nicht, wir haben Hella von Sinnen. Das musst du dir mal vorstellen. Ne? Das ist wieder so eine Fernsehpatriarchatskacke. Wir haben auch genug Leute, die aussehen wie Kai Pflaume. Ja. Davon können wir aber 20 haben. Ja? Aber eine dicke Laute haben wir schon eine. Das fand ich fürchterlich. Ja, leck mich doch. Und ich finde, man konnte euch gar nicht vergleichen. Nein, gar nicht. Also wirklich null. Nur weil wir dick waren und Frauen. Hallo? Ich fand dich übrigens nie dick. Ja, süß von dir. Aber ich habe tatsächlich da in meinen Höhepunkten bei Alles, Nichts, Oder 95 Kilo gewogen. Das sind schon ein paar Pfündchen. Okay, aber du hast doch meist Kostüme an, die ein bisschen abgelenkt haben. Ja, ja. Aber nochmal, ich selber habe mich auch nie als dick empfunden. Ja. Der Dirk Bach, meine große Liebe und der Komikerfreund ja auch,
Hat sich auch nicht als dick empfunden, weil in uns immer sehr schlanke Menschen gewohnt haben. Schlanke, sportliche Menschen. Es war. Ich habe auch gelesen und gehört jetzt in einigen Interviews von dir, dass du gesagt hast, dass Hugo Egon Balder damals das möglich gemacht hat, das zugelassen hat, dass du neben ihm so wachsen und sein darfst, ist völlig ungewöhnlich. Und da bist du ihm bis heute für dankbar. Ja. Er wurde jetzt letztes 70, wir zelebrierten es auf dem Sat.1. Ich weiß nicht, wann diese Sendung ausgestrahlt wird, aber Anfang April wird es dann im Sender ausgestrahlt. Und da haben sie ihm eine Festschrift gemacht zum 70. Der Gaukler und haben mich interviewt. Und da habe ich das auch noch mal explizit gesagt. Und das hat auch wirklich nichts mit Eierschaukeln zu tun, denn ich bin mir dessen sehr, sehr, sehr bewusst. Also damals die Fernsehlandschaft, wen hat man denn? Ich weiß es nicht. Max Schautzer, auch ein Jürgen von der Lippe. Harald Schmidt, das waren alles Ego-Shooter, die hätten niemals einen Sidekick gebrauchen können, die so stark ist. Und das schätze ich wirklich immer noch sehr am Herrn Balder. Diese Offenheit, diese Lockerheit, diese Gelassenheit und dieses Selbstvertrauen. Du musst als Mann ja auch Selbstvertrauen haben, um starke Frauen ertragen zu können. Und ich fand das trotzdem völlig ausgeglichen bei euch beiden. Ich fand das super. Ihr wart so angenehm. Ihr wart natürlich auch völlig anders. Gut, ich war jetzt sehr jung, als ich Alles nichts oder gesehen habe. Mir war das Ganze relativ egal, was da passiert. Mich mal gefreut, wenn gesungen wurde. Ich habe mich über deinen Chaka Chaka immer sehr gefreut. Weil das war für mich der Moment, das war das Spannendste überhaupt. Was macht sie jetzt? Und manchmal hast du gesprochen und dann hast du irgendwie, manchmal hast du auch nur gechakert. Einfach nur gechakert. Genau. Und das waren auch sehr, sehr schöne Momente. Ich habe übrigens den Zusammenschnitt von deiner Webshow gesehen. Du bist ja unglaublich textsicher und singst gut und sehr gerne, habe ich den Eindruck. Ja, vielen lieben Dank. Ja. Hast du auch schon CDs selber rausgebracht? Nee. Du hast totalen Spaß an Liedern. Ne? Ja. Super, finde ich super. Dankeschön. Ja, finde ich toll. Und du warst ja bei Pierre M. Krause und da gab es nochmal so ein kleines Revival. Ihr habt tolle Spiele machen dürfen. Und unter anderem Melodien für Melone, es war so ein klassisches Alles-Nichts-Oder-Spiel. Und da habt ihr euch aber auch die Melodien schön vorgesungen. Das war so schön. Der Balder ist doch Musiker. Ja. Und ich durfte ja auch schon ein paar CDs einsingen. Du, ja, also ich will mit Rosenstolz, riesig. Mit Rosenstolz, ja, ich will. Wir haben hier ein Trude-Herr-Konzert gemacht, wo ich singen durfte, vor der Liebe schützt dich nichts. Mein Coming Out von Diana Rossi, deutsche Version und so. Ich singe wahnsinnig gerne auch. Ja. Aber ich bin überhaupt nicht textsicher. Ich bin ja mit der Hitparade in Deutschland, also Westdeutschland, groß geworden. Ich weiß nicht, mit welchen Mucken du groß geworden bist. Gesamtdeutschland. Aber das war Rex Gildo, Jürgen Markus, Gitte Henning, Mary Rose, Vicky Leandros. Nein, groß. Das war gleichwertig mit Doris und Jethro Tull und Led Zeppelin und so. Also ich bin da auch sehr breit gefächert, muss ich sagen. Ich habe mich auch immer gefreut, wenn ich dich in der Dirk-Bach-Show gesehen habe. Die Dirk-Bach-Show, wer sich daran nicht erinnert, das war eine der besten Sketch-Shows, die wir jemals hatten, Anfang der 90er. Du ab und an mal mit drin, war immer toll, euch beide zu sehen. Und ich glaube, bei Lukas gab es dich auch mal zu sehen. Bei Lukas gab es nämlich, da gibt es eine wunderbare Folge, wo ich ein Engel bin. Ja. Petra, also Petrus. Ja. Aber das war leider brüllkomisch, hat auch unglaublich Spaß gemacht. Also ich habe das auch schon mehrfach gesagt, dass ich den Dirk nicht nur, weil ich ihn so geliebt habe, wahnsinnig vermisse, sondern auch tatsächlich als Sparringspartner, als Kollege auf der Bühne, in Sketchen. Ich kenne kein adäquates Talent, was im Moment rumläuft. Ganz ehrlich nicht. Das ist so ein Verlust. Das kann ich kaum in Worte fassen. Das war für uns alle krass. Weil Dirk war ja immer da. Und er war, egal wo, er war auffällig, mindestens genauso auffällig wie du. Er hat noch lauter geschrien, wenn er in den Raum reinkam, glaube ich. Vielleicht musste er auch. Und wenn er dann da war, war aber auch der Raum seiner. Und ihn dann zusammen mit Sonja Zietlow zu sehen, dort im Dschungel, und er hat da, ach Gott, hat er gut reingepasst. Und ich weiß, du hast einen Live-Ticker von ihm gekriegt, ne? Was so los? Ja, wir lagen da nachts in den Betten, bei uns war es ja 3, 4. Ja. Und wir sahen es und dann immer, Dicky, erzähl. Und dann wussten wir auch, glaube ich, direkt, wer in den Busch gekackt hatte. Das gab irgendwann mal da so eine Krise. Ich erinnere mich. Nein, das war natürlich totales Privileg. Aber der Dirk war letztendlich als Mensch ganz, ganz schüchtern. Das glaube ich. Also das war auch ähnlich wie bei mir. Die Menschen denken ja auch, ich laufe nur mit Tortenresten im Gesicht rum und schreie Chaka Chaka. Und Conny wurde auch in den 25 Jahren oft gefragt, sagen Sie mal, wie ist die von Sinnen eigentlich privat? Oder das muss doch wahnsinnig komisch sein. Ja? Ich lag manchmal tagelang schweigend im Bett. Sie nannte mich schon den Schweigemönch, weil ich, was aber auch ein bisschen Sinn macht, ne? Wenn du so exponiert bist, wenn du in den Shows immer auf die Sahne schlägst,
du brauchst diese Auszeiten, wo du die Batterien auffüllst und nur liest oder Serien guckst oder, ja. Es gibt einen großen Unterschied, und das wissen viele leider nicht, zwischen der Figur vor der Kamera und die dahinter ist. Ja. Und das brauchst du halt. Kennst du zufällig das Comedy-Duo Suchtpotenzial? Kleinkunstpreis gewonnen, sind sehr, sehr gut, sehr erfolgreich. Und da war auch die Sängerin Julia, eine von beiden, zu Gast. Und die war vor der Kamera so, yay und oh und oh. Ja, ja, ja. Und dann ist die Kamera aus. Und muss man wirklich sagen, Komiker sind wahnsinnig sensibel und sehr, sehr fühlig. Sehr. Ja, das hat man ja auch schon immer gesagt, schon als ich früher Theaterwissenschaften studiert habe und habe Biografien, Autobiografien gelesen. Das sagen alle, dass Drama leichter ist. Und das stimmt auch. Ja. Für mich ist das eine Kleinigkeit auf der Bühne. Und hochdramatisch. Jetzt spreche ich schon wieder Dicky. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Und tatsächlich, um Komik zu erzeugen oder gut zu sein, musst du die ganze Klaviatur beherrschen von Gefühl und von Menschenkenntnis. Sonst kannst du ja gar nicht so gut die Charaktere darstellen. Wann hast du Dirk Bach das letzte Mal gesehen? Wie war euer letzter Kontakt? Wenn ich fragen darf. Du darfst das fragen. Ich möchte da aber nicht so gerne intensiv drüber sprechen. Das war ein Monat vor seinem Tod. Weil er dann in Berlin war, weil er ja bei Hallervorden an dem Theater den kleinen König einstudierte. Ja. Er war danach die ganze Zeit in Berlin und hat's geprobt. Und im Sommer war er noch bei mir am Balkon, ja. Schön. Und wir haben natürlich gesimst, ne? Mhm. Was ist ein Tag, den du mit Dirk Bach gerne noch mal erleben würdest? Jeden. Jeden, oder? Ich glaube, der lustigste war aber, als die Bunte angerufen hat, oder? Ja, das war natürlich eine herrliche Zeit. Wir beide jung, hochverkatert, aufstrebende Künstler. Und ich sprach mit der Bunten, die hatten so eine alberne Rubrik, Leute von gestern, von morgen, von weiß ich nicht, vorgestern. Und die fragte mich halt, wann ich Dirk Bach heiraten würde. Und dann in meinem Kater losgeplärrt, wie sie denn drauf wäre. Der Dicky wäre schwul und ich hätte lesbisch erfunden, hallo. Da war die aber so dankbar drüber, weil sie hatten wirklich in der Bunten das noch nicht erlebt, dass in Deutschland eine prominente Frau sich öffentlich bekannt hat dazu. Und dann war es halt raus. Und das war auch eine völlig andere Zeit. Ja, 1990 war eine andere Zeit. Heute, 2020? Oder 89 sogar, ja. Ist es, meinst du, für Leute, die sich outen, leichter oder genauso schwer? Ja, was denkst du? Du weißt ja selber, was das im Moment für ein Horror ist. Wir haben den fettesten Backlash überhaupt. Ich hätte mir niemals träumen lassen, Ende der 70er, Anfang der 80er, wo wir noch schon sehr viel weiter waren. Jetzt nicht, was das Outing oder die Akzeptanz der Gesellschaft für schwuler Ehe oder so anbetrifft. Aber alles war lockerer. Also der Faschismus war irgendwie noch fühlbar und man dachte, nie mehr, das wird nie mehr wird das passieren. Und jetzt sind wir wieder mittendrin und guck dich in Ungarn um oder in unseren angrenzenden europäischen Ländern, in Russland. Es ist richtig gefährlich geworden für Homosexuelle. In Deutschland noch nicht. Aber viele Prominente scheuen sich immer noch zu sagen, also Jungs vor allen Dingen, ich bin schwul, gerade in meiner Szene auch, weil die schlicht und ergreifend denken, bestimmte Rollen bekommen sie dann nicht mehr. Und das kann ich ja auch bestätigen. Ich bin ja eigentlich als Schauspielerin mal angetreten. Der Dicky ist einer der wenigen, die diese Spagat geschafft haben zwischen U und E, wie man so schön sagt. Der durfte Molière auf die Bühne bringen und war als Schauspieler sehr anerkannt und durfte Komiker sein und durfte auch in Filmen, im Fernsehen auch ernstere Rollen, auch komische, aber auch ernstere Rollen spielen. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Drehbücher bei mir nicht im Bett lagen, weil die gesagt haben, nee, mit einer Lesbe können wir keine Mutter mit drei Kindern besetzen. Und diese Schere, die da im Kopf der Leute ist, ist ja auch mehr als grotesk. Ja, wenn man überlegt, was Cornelia Scheel, deine damalige Lebensgefährtin, in den 90ern erleben musste. Du hast in meinem Interview gesagt, dass es für dich war soweit okay, aber was sie da teilweise, wie ich das Leute gesagt haben, sowas, allein die Formulierung, können wir nicht hinstellen. Also man muss sagen, ich habe auch gehofft, dass sich alles zum Guten wandeln würde. Ja, das hat aber zum Glück auch ein Happy End. Ne? Also die Conny war mit dem damaligen Geschäftsführer, ist sie ja wirklich degradiert worden. Sie sollte keine Schecks mehr entgegennehmen für die Kinderkrebshilfe, sondern sollte im Archiv arbeiten. Weil, und Original, Zitat, ihr lesbisch sein wäre eine Zumutung für den Spender. Und dann hatten die auch Einbußen mit Spendern, weil natürlich viele homosexuelle, lesbische, alleinstehende Frauen haben der Krebshilfe ihr Erbe vergeben. Und dann hatten die auch einen Einbruch, weil die Leute gedacht haben, spinnt ihr, ne? Was ist denn hier los? Es hat aber jetzt wirklich ein Happy End. Sie ist Vorsitzende vom Mildred-Scheel-Kreis und ist in der Deutschen Krebshilfe sehr
akzeptiert und respektiert. Wieder. Jetzt. Ja, wieder. Und das ist ein schönes Happy End auch für mich. Aber Alter, wir waren mal auf Sylt, stehen da am Pier, kommt ein Araber. Es war nun wirklich ein Araber. Ich will jetzt hier nichts Doofes schüren, aber es war nun mal ein Araber. Der sprach auch so. Verstehen! Was hat er gesagt? Für deinen Vater? Eine Schande für deinen Vater. So! Verstehen! Sie sind eine Schande für ihren Vater und hat vor uns ausgespuckt. Kann mal bitte jemand kommen? Also, das war heftig. Du hast in deiner Autobiografie immer schon mal geschrieben, manchmal bin ich sehr müde. Ja. Ich glaube, das warst du in dem Moment auf jeden Fall. Das ist so ein Asterix- und Obelix-Zitat. Ich weiß. Aus irgendeinem Band, manchmal bin ich so müde. Aus dieses mehreren. Total. Aus wem? Aus mehreren. Ja, aus mehreren. Ja, ja. Also, wenn ich so ganz müde, gerade der Piratenkapitän, ja. Wenn der so ganz müde in die Kamera guckt und sagt, manchmal bin ich so müde. Im aktuellen Asterix, dieses Greta Thunberg, die Version, da wird es auch gesagt. Da habe ich noch an dich gedacht, als ich es gelesen habe. Du, wir übersetzen gerade mit der Kollegin Vera Kettenbach, Conny und ich und Vera, Asterix als Legionär auf Kölsch. Okay. Das macht uns eine Freude, über den Bildchen da zu sitzen. Das ist eine so tolle Arbeit, wenn man da mal die Zeit hat oder sich sie nimmt, mal genau hinzugucken, was da alles drin ist. Allein diese Sammelbilder immer. Fantastisch. Fantastisch. Genial daneben, auch fantastisch. Jetzt auch in der neuen Auflage als Quiz. Wie ist denn Hugo Egon Balder damals mit der Idee auf dich zugekommen oder habt ihr die zusammen ausgeklügelt? Nee, gar nicht. Du meinst das tägliche Quiz, ne? Ja. Nein, ich meine die Originalvariante damals. Ach so, nein. Der Balder, der ja mal eine französische Frau auch hatte, kannte aus Frankreich eine Sendung, die hieß Der kluge Kopf, die so aufgebaut war und er wollte das immer in Deutschland machen. Und alle haben gesagt, geh mir weg. Und dann sind wir irgendwo mal geflogen, weiß ich noch genau. Und er sagte, pass mal auf, wir machen jetzt einen Piloten. Und da brauche ich dich. Ich sage, worum geht's da? Bam, bam, bam. Komiker sitzen zusammen, fragen und ihr müsst einfach Kamin erzählen. Ich sage, Hugo, das kann ich nicht, ganz ehrlich. Ich habe gesagt, ich kann das nicht. Ich bin nicht eine, die aus der Lameng so alte Stand-up-Pointen zaubert. Ich komme immer, was sich natürlich im Nachhinein als sehr positiv entpuppt hat, ich bin absolut situationskomisch begabt. Ja? Ich immer bin, gewesen, wenn du mich fragst. Ja, ich bin assoziativ, ich bin neugierig, ich bin die Klassensprecherin, ich kann die Truppe zusammenhalten. Und so. Also meine Fähigkeiten sind da schon toll, aber ich habe gesagt, ich kann das nicht. Und dann haben wir zwei Piloten gemacht und ich merkte, ich konnte es und war dann dankbar, als es realisiert wurde. Und ich hatte auch den Eindruck, du bist immer die Connection zum Publikum gewesen. Ja. Letztendlich alle haben nach vorne zu Hugo oder zur Kamera agiert. Du warst immer die, die noch mit dem halben Ohr, mit dem halben Auge immer noch mal geguckt hat, was ist ja, da los. Ja, das finde ich klug beobachtet. Ich behaupte ja auch wirklich von mir, ich kann eine Sendung lesen. Und tatsächlich verliere ich auch den Draht zum Publikum nicht. Das heißt, ich bin schon ein ganz gutes Schmierfett. Auch wenn ich ein Talkshow-Gast bin. Ich war immer gern gesehen. Bei Bio, bei Schmidt war ich 12-mal, bei Stefan, TV Total. Ich bin ein gern gesehener Talkshow-Gast, weil ich immer auch den Respekt habe vor dem Host, vom Moderator. Und aber auch weiß, ein bisschen was beim Publikum ankommt oder so. Und habe einen guten Rhythmus. Deswegen bin ich auch, glaube ich, musikalisch. Und deswegen verstehen Hugo und ich uns auch so gut. Er ist ja auch Musiker. Ich glaube einfach, dass wir beide zutiefst musikalisch sind und ein Gefühl für Rhythmus haben. Ja. Auch wenn er mich immer wieder provoziert mit seinen 100 Jahre alten Witzen. Ja? Aber das weißt du ja. Da überrascht dich ja nichts. Nein, die Leute lieben es ja auch. Natürlich. Wenn ich irgendwie auf der Straße rumfahre, fahren sie den, hey, wunderbar. Tun sie schön mit dem Zank. Die Leute mögen das, diese aufgesetzte Zank. Es gab einen Moment, den haben wir beide gleichermaßen geliebt, ohne dass wir wussten, dass wir den beide lieben. Sat.1 hat zu deinem 50. ordentlich was springen lassen, eine große Show. Und da gab es einen Moment, der wirklich pures Fernsehgold war. Hugo Egon Balder kündigt Max Giermann an, den göttlichen Max Giermann, der als Hugo Egon Balder rauskommt. Du bist gestorben vor Lachen, ich ebenfalls. Also wer die Zeit hat, gönnt sich bitte dieses Video. Max Giermann, fantastisch, dass du überhaupt noch atmen konntest zwischen den ganzen Gästen. Er war so gut. Aber ich habe mich auch über Happe Kerkeling weggeschrien. Ja. Also ich habe den Rollennamen nicht auf, der war Uschi, blablabla. Uschi Blum, glaube ich. Uschi Blum, danke. Mein Korsett bringt mich um wieder neben. Also ich habe, also da waren wirklich sehr, 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 sehr viele Höhepunkte. Rosenstolz damals noch live aus einer Halle oder zugeschaltet aus Erfurt aufgenommen, wieder 12.000 Leute Happy Birthday Heller singen. Das denkt man in so Moment. Also das war ja tatsächlich der Tag meines Geburtstags, auch wenn es erst im April ausgestrahlt wurde. Ich war komplett überfordert. Meine alle Verwandtschaft, die noch lebte, war im Publikum. Ach, krass.
Ja, wirklich krass. Alle Schulfreundinnen. Ich hatte alles eingeladen, was nicht bei drei auf dem Baum war, weil seit eins zarte ist ja. Aber dass du das zulässt, die komplette Kontrolle über so eine Überraschungsshow wegzugeben? Hast du wirklich alles abgegeben? Moment, du musst ja wissen, dass Dirk Bach mit dabei war als Moderator. Ja, ja. Das weiß ich. Und keiner kennt mich neben Cornelia Schill so gut wie Dirk Bach. Und er war ja in dem Konzept mit eingebunden. Ah, okay. Das heißt, ich hatte volles Vertrauen, weil ich wusste, hier passiert nichts, von dem der Dirk nicht weiß, dass ich es lieben werde. Okay, na gut. Nein. Und Conny war auch mit eingebunden. Die wurde ja auch mit eingebunden, Sommer und Heller und Bam. Okay. Also ich hatte zwei absolute Vertrauenspersonen, wo ich wusste, das ist jetzt, ich lasse dich überraschen. Bis auf die Kapelle zum Schluss da aus Gummersbach. Das traf ja auch sehr mein Komikzentrum. Genial daneben, lief wahnsinnig lange sehr gut. Dann gingen die Quoten so ein bisschen runter. Lustig ist, wenn man es weiß, wenn man die letzten Quoten von heute mit denen von heute generell vergleicht, war super. Ja. Würde ja niemand mehr machen. Ja. Dann war es weg. Es war sehr, sehr lange still. Alle haben es vermisst. Ähnlich wie Schillerstraße. Genial daneben war ja damals so ein wahnsinnig gutes Doppel. Dann kam ja jetzt wieder Genial daneben das Quiz. Da war so ein bisschen funktioniert. Ja, aber wir hatten ja vorher schon Genial daneben die Muttershow gemacht. Auch genau. Die wurde wiederbelebt von Konstantin. Genau. Und dann war ja die Überlegung, das täglich zu machen. Und Hugo Egon Balder hat mal gesagt, es war immer die Idee, das täglich zu machen. Oder das hätte man machen müssen, das hätte super funktioniert, habe ich mal gelesen. Was hast du gedacht, als er gesagt hat, jetzt machen wir es täglich, willst du dabei sein? Ich hatte einfach nur nackte Angst, weil ich dachte, es torpediert die Muttershow. Es ist eine Überdosis. Hm. Es wäre besser, man würde Genial daneben der Muttershow das Alleinstellungsmerkmal lassen, wenn es das richtige Wort ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Ja gut, aber der Produzent rief mich an und fragte, ob ich viel Geld verdienen möchte. Und wenn Nein, und wenn du gerade 60 bist und du bist ein altes, lesbisches, dickes Mädchen, da sagst du nicht nein, wenn du die Möglichkeit hast, deine Rente aufzufrischen, ne? Ist doch klar. Und das ist sehr, sehr anstrengend, das zu machen. Und auch da ist dieser Kontakt zum Publikum und was ich da erleben darf mit der Begegnung mit den Kandidaten auch hinterher, ausgesprochen rührend und schön. Ich kriege so viele Geschenke und die Menschen bedanken sich. Und viele stehen da wirklich, nein, Frau von Sinn, das ist mir aber eine Ehre, dass ich Sie mal persönlich kenne. Das ist ja das Schrille. Ich empfinde mich ja jetzt nicht als Star. Ja, ja. Und laufe den ganzen Tag mit dicken Eiern durch die Stadt und sage, hier, Kinder. Ich bin es, ja, ich bin es. Ich verbeuge mich bei der roten Ampel und warte auf den Applaus. Ich bin ja nicht bescheuert. Da kriege ich also so viel zurück, das macht mich sehr froh. Aber jetzt hast du trotzdem gesagt, volles Programm willst du nicht mehr machen. Das war nicht meine Entscheidung. Oh. Wenn es meine Entscheidung gewesen wäre, hätte ich auch um einen anderen Ersatz gebeten. Okay. Um jemanden, der es auch kann. Mehr möchte ich dazu jetzt an dieser Stelle nicht sagen. Brauchst du auch nicht. Wie genießt du deine Freizeit, wenn du mal welche hast? Weil wenn ich jetzt schon höre, Asterix und so, dann hast du sicherlich einen sehr vollen Terminkalender. Nee. Gut. Ich war immer die Frau, die sich richtige Auszeiten genommen hat. Sehr gut. Ich war nie in dem Verdacht, Burnout zu bekommen. Und ich sage auch immer zu neuen Kollegen, die jahrelang vor ausverkauften Clubs oder Sälen spielen, Mensch, mach mal halblang. Aber wenn du jung bist, das reizt dich so, das Geld, der Erfolg. Nee, da bin ich nie Gefahr gelaufen. Ich lese gerne und viel Comics, weil ich ja den Comic-Talk im Internet auch Massengeschmack TV. Ja, die senden es zwar auch noch am Stück, aber wir machen es jetzt in eigener Regie. Ah. Aber es gibt so ein YouTube, also kannst du auf YouTube kannst du die Dinger sehen. Ich habe jetzt im Juni wieder Erlangen, da ist Deutschlands auf jeden Fall wichtigster Comicpreis wird da überreicht. Das mache ich seit über 10 Jahren, dass ich die Gala co-moderiere. Da kriege ich dann auch so ein Paket mit Comics, die alle gelesen werden wollen. Also mir wird nicht langweilig. Das glaube ich sowieso nicht. Und Mode nach wie vor ein Thema für dich oder nimmt das ein bisschen ab? Ja, das ist ja lustig. Ich bin ja sogar Promi-Shopping-Queen geworden, als ich da in dem Format rumgelaufen bin. Dank Margarete Schreinemacher, sie sagte, ohne dich mache ich es nicht. Und ich brauchte dringend das Geld, ganz ehrlich. Und habe gesagt, sag mal, habt ihr so noch alle? Ich hasse Einkaufen. Ich habe damit nichts am Hut und wurde dann aber mal eben mit links trotzdem Shopping-Queen. Egal. Mode selber war für mich nie ein Thema. Also, weißt du, Mode. Aber ich glaube, ich weiß einfach, was geile Scheiße ist. Ja. So. Ich erinnere mich an dieses schöne Brandenburger Tor-Outfit bei Wetten, dass, als du die Moderation da in der Wette geholt hast. Das sind natürlich wirklich Bühnenkostüme. Natürlich, ja. Natürlich. Und dann kam ja der Overall. Ja, genau, dann kam der Overall, das war auch zufällig. Jetzt bin ich von den langärmeligen Overalls auf kurze Arme umgestiegen, mit Jacken kombiniert.
Ja? Und Hasi hat mir diverse Overalls auch als Jacken umgearbeitet, weil es steht mir einfach besser. Weil der Overall an sich hat mir ja noch nie gestanden, aber die Jacke macht den kurzen Oberkörper besser und die Beinchen. Hättest du denn gedacht, dass du irgendwann mal das Geld, weil du gerade gesagt hattest, du konntest das Geld zu dem Zeitpunkt gut gebrauchen, dass das nochmal kommt? Oder hast du gedacht, ich habe jetzt meine Schäfchen alle im Trocknen? Ich habe noch nie meine Schäfchen im Trocknen gehabt, noch nie. Beruhigt dich das? Wie beruhigt dich das? Dass du die noch nie im Trocknen hattest? Ich weiß nicht, ich habe so einen Uroptimismus, dass ich irgendwie nicht wirklich krank werde und immer noch gefragt bin, egal wie alt ich bin. Und es ist ja auch irgendwie immer weitergegangen. Es gab eine Phase, da haben wir den Goldschmuck unserer Großmutter versetzen müssen. Aber wir haben es irgendwie immer geschafft. Irgendwo tut sich immer ein Türchen auf. Ich fühle mich da auch sehr, sehr privilegiert und habe sehr viel Glück schon in meinem Leben gehabt. Und also Geld war zumindest, ja doch, manchmal ist Geld eben ein Motivator, etwas zu machen, was du, wenn du richtig viel Geld hast, sagst du, das ist nicht euer Ernst. Und wenn du überhaupt kein Geld hast, machst du irgendwie jeden Kack. Aber dadurch, dass ich, egal was ich für einen Kack mache, immer großartig bin. Und vor allem bescheiden. Unglaublich bescheiden, eine meiner herausragendsten Eigenschaften. Ich muss mich nie schämen. Ich habe mich noch nie für einen Job geschämt, egal wie puddelig der war. Will ich auch nicht. Bares für Rares, warst du auch dabei? War ich auch dabei. Hast du Spaß gehabt? Ja, ich war froh, dass ich diese kleinen Fischgläschen los wurde. Und hab das Geld auch, hab mich auch gefreut, weiß gar nicht, das war 200 Öcken oder so, lecker in der nächsten Kneipe. Oh, nee, das ist immer schön, ist immer gutes Geld. Ah, aber ich bin auch überzeugt, dass du noch ganz lange da bleiben wirst. Ist denn noch irgendwas auf deiner Liste, bei dem du sagst, das habe ich die nächsten Jahre vor, das muss unbedingt passieren, oder let it come? Ich würde ja so gerne meine nochmal, aber das heißt, ich würde gerne, also meine, ich habe ja nach dieser Autobiografie vor, eigentlich noch eine hatte ich vorzuschreiben, und wollte die, was ich sehr genial finde, mit Comics verbinden. Also dass Künstler, die ich kenne, bestimmte Döneken aus meinem Leben malen. Ich bin aber nicht bereit, im Moment den Leuten was von mir zu erzählen. Das ist ja ganz merkwürdig. Ne, mit 30, da scheißt du dir nichts. Und jetzt mit 60, denke ich, erstmal auch so wirklich eine fast merkwürdige Bescheidenheit. Wen interessiert es? Außer der genialen Idee, das mit Comics umzusetzen, was ja wirklich genial ist. Wenn ich ein Buch hätte, wo man verschiedene Artwork von Künstlern und Künstlerinnen sehen könnte, würde mich das freuen, um das mehr unters Volk zu bringen. Aber ich habe keinen Bock, von mir zu erzählen. Verstehst du? Da stehe ich total auf der Bremse. Krass. Ich gehe seit fast 2 Jahren damit schwanger und habe immer noch nicht angefangen, weil ich es nicht will. Ja, aber dann freue ich mich doch, dass du hier bist und von dir erzählst. Ne, sehr gerne. Dass du das machst. Hella, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Es war mir eine Ehre. Ja. Du warst tatsächlich einer der ersten 15 Gäste, die ich mal angefragt habe. Und ich freue mich, dass du jetzt hier warst. Du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast. Ich weiß, schwere Herausforderung für dich. Dabei wünsche ich dir gleich ganz viel Spaß. Für dich gilt, du wirst eine fantastische Woche haben. Bis zum nächsten Mal. Das ist meine Kamera und ich muss euch enttäuschen. Ich glaube, in den letzten 40 Jahren gab es nichts, was ich nicht im Fernsehen gesagt habe. Tut mir leid.